Teile bekommen? Ja, ich habe sie überall im Lager in den Truhen versteckt. Ich wette, diesmal lässt der Kommandant sie 50 Runden laufen. 50? Hoffen wir, dass diese Bestie ausgepeitscht wird. Gut, wieder an die Arbeit. Benehmt euch natürlich. Nett. Die waren bestimmt die besten Freunde. Habt ihr etwas gefunden? Ich glaube, diese Rüstung gehört euch. Ich kann es kaum glauben. Diese Rüstung gehört zu mir. Sie macht aus, was ich bin. Ein Krieger ohne Rüstung ist wie ein Bär ohne Krallen. Tizian, ich warte so lange. Hervorragend. Ich bin bereit. Sehr schön. Gallinus. Sie ist ganz allein. Ganz allein. Ja. Medallus. Die haben alle so richtig tolle Namen. Varro. Na, Varro geht ja. Wir haben auch tolle Namen. Ja, gut. Achtet, die sind halt französisch, ne? Der Bergbau hat diese Tunnel instabil werden lassen. Größtenteils. Gut, und dann gibt's ja noch sowas wie fallende Kartoffel oder sowas. Keine Ahnung. Blauer Löwe. Blauer Dunst. Und so ein Quatsch, ja. Das ist dann das andere Extrem. Ich sag mal so, das Japanische ist ja echt doch in Ordnung. Das, gehört halt zum Japan nur dazu, aber trotzdem. Dieses Porsche Fond, Orion V, Alfino. Ein guter Aurel von das. Ja. Es ist halt echt. Ja. Man brauchst du erstmal Ewigkeiten, bis du weißt, wie du die Namen aussprichst. Nein, nicht Urianga, Orion V. Ihr verräterisches Schwein. Ich hätte hier mit euch rechnen sollen. Ihr seid keine Narren, Titanenkind. Euer Hass macht euch mürbe. Krieger sind wie Stahl. Verlieren sie ihre Stärke, verlieren sie ihren Wert. Mir helfen? Ihr habt uns alle betrogen und dann wieder Manimakos Stiefel geleckt, noch bevor sich der Rauch verzogen hatte. Ich tat, was ich tun musste. Und als Zeichen meiner guten Absichten habe ich ein Geschenk für euch. Aber passt auf, Kalthafen wird es nicht so einfach aufgeben. Ist das... Ja, Uriah ist bei mir und mein Kollege sowieso... Erzählte, das ist meine Orange. Wie den haben niemals richtig ausschreiben. Ja, sie sind lustig, aber nicht besser, nee. Nee. Warte, ich hab gekleckert. Ich hab gekleckert. Ich hab gekleckert. No. Ja, du, aber ich nicht. Paulina ist drin. Also, sie triggern mich nicht. Außer das eine, aber das weißt du. Aber. Ich. Nee. Mir gefällt Orienga. Klingt so nicht. Achso, ich muss ja. Fähigkeiten nutzen davon. Sollte ich das nochmal tun? Es ist gut, dass ihr wieder da seid. Dürstet es euch nach dädrischem Blut, alte Freundin? Meine Axt. Es fühlt sich gut an, sie zurückzuhaben. Sie ist ein Teil von mir. Sie zu verlieren war wie einen Arm zu verlieren. Warum sollte Tan versuchen, euch zu helfen? Ich weiß es nicht. Ich traue ihm nicht und das werde ich auch nie. Aber es ist seltsam.
Der blinde Hass, den ich verspürte, als ich ihn sah. Ich hätte ihn mit bloßen Händen erwürgen können. Aber jetzt, ich denke, er hatte recht. Dieser Hass vergiftete mich. Wie fühlt ihr euch jetzt? Besser, stärker, fast wieder ganz. Ist das nicht seltsam? Ich fühle mich mächtig genug, um es mit Umaril dem Ungefiederten aufzunehmen. Ich fühle mich wieder wie eine Kriegerin. Was kommt als nächstes? Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen weiter vorrücken. Der Durchgang wird durch einen Erdrutsch blockiert. Aber da ich jetzt meine Axt zurück habe, komme ich vielleicht da durch. So, das hebe ich mir für später auf. Versuchen wir es. Bleib zurück. Kein verdammter Haufen Steine wird mich jetzt aufhalten. Ja, nee, ist klar. So viele dädrische Bestien, so wenig Zeit. Wir müssen uns beeilen. Okay. War eine etwa frühe Stelle gerade. Ich bin auf jeden Fall schon am überlegen, was wir in Feinde gleich machen. So, später. Wir haben ja einmal schon Roberto noch offen. Und dann hätten wir einmal noch meinen Main. Weiß halt nicht, was wir machen wollen. Ob ich erst ganz normal Dailies mache? Weil ich halt eigentlich auch morgen für Zeit hätte. Morgen Vormittag. Weiß es noch nicht. Da müssen wir lang. Klang wie... Nein, das kann nicht sein. Hi. Sai, was ist mit euch geschehen? Was haben sie euch angetan? Lyris. Lyris, ich kann euch sehen. Seid ihr wirklich da? Sai, ich bin es. Wir sehen eine Art Traumbild von euch. Wisst ihr, wo ihr seid? Ich weiß es nicht. Sie foltern mich. Sie wollen das Amulett der Könige... wollen, dass ich ihnen das Versteck verrate. Aber ich habe es nicht getan. Noch nicht. Sai, ihr noch müsst nicht durchhalten. Wir werden euch finden. Dafür werde ich sorgen. Wir werden euch finden. Irgendwie holen wir euch da raus. Sai? Sai! Nein! Bringt ihn zurück, ihr Bastarde! Das war kein Trick. Das war Sai Sahan. Geht es euch gut? Sai ist ein Freund. Vielleicht mein bester Freund. Wir müssen ihn suchen und da herausholen. Also Geliebte. Ein bisschen. Zumindest klang es gerade so. Es muss einen Weg geben, um herauszufinden, wo sie ihn festhalten. Wir müssen dem Propheten hiervon erzählen. Er wird wissen, was zu tun ist. Aber erst müssen wir einen Weg hier rausfinden. Es kümmert mich nicht, was sie uns sonst noch entgegenwerfen. Nichts wird mich daran hindern, Zeit zu helfen. Okay.
Wie ich einfach das Leere treffe. Weil das neue PC-Verschleiter übel schlecht in 9 Monaten. Echt? Wieso? Etwas stimmt hier. So immer noch mit einem kostenlos geben, aber das bekommt man ja eh kostenlos mit dazu jetzt. Okay. Ja, gut. Gut, dass ich das Spiel schon habe. Stendar, verteidige uns. Dieses Ding. Es ist die Quelle all meiner Ängste. Ich habe mich verhöhnt. Tentakelmonster. Wir haben es geschafft. Die Stimmen, das Flüstern. Es ist weg. Die ganze Zeit war es, als ob ich mich aus der Ferne betrachtet hätte. Ich fühlte mich abgeschnitten. Aber jetzt fühle ich mich so gut wie seit Jahren nicht mehr. Als ob ich wiedergeboren wäre. Und das verdanke ich alles euch. Ah, okay. Verschwinden wir von hier. Wir müssen erst Zahl retten. Ja, Little Hope habe ich mittlerweile auch. Dank Mappa. Oh. Ich bin am Hin und Her überlegen, was wir gleich in Feinde machen. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es einfach noch nicht. Lyris Kind, geht es euch gut? Ja, Prophet, mir geht es gut. Die Entseelte hat meinen Verstand von der Kontrolle des Daedra befreit. Den Göttlichen sei Dank. Euer Verlust hätte alles ins Chaos gestürzt. Sie werden mich nicht noch einmal holen. Zumindest nicht lebend. Prophet, Mani Marco hat Saisahan gefangen genommen. Er foltert ihn, um herauszufinden, wo das Amulett der Könige versteckt ist. Wir müssen ihn retten. Mhm. Immer dieses Müssen. Ihr habt Lyris zurückgebracht. Und dann auch noch fast in einem Stück, soweit ich das sehen kann. Ja, fast. Sie hat viel durchgemacht. Und sie wird Zeit brauchen, um sich zu erholen. Man verlässt einen solchen Ort nicht ohne Narben. Wir haben eine Projektion Ablatans gesehen. Er hat versucht, Lyris zu helfen. Hat er das? Ich dachte, er hätte sich fest mit Mani Marco und dessen Wurmkult verbündet. Höchst sonderbar. Wir haben auch eine Projektion Saisahans gesehen. Er sprach zu uns. Was hat er denn gesagt? Hat Sai euch gesagt, wo er festgehalten wird? Er wusste es nicht. Mani Marco foltert ihn. Er wird das Amulett der Könige. Dann müssen wir ihn finden, bevor Mani Marco ihn zwingen kann, das Versteck des Amuletts zu offenbaren. Inwiefern wird uns das Amulett der Könige helfen? Wie ihr in meinen Visionen gesehen habt, hat der Missbrauch des Amuletts ein Loch in die Barriere gerissen, die Tamriel vor dem Reich des Vergessens schützt. Dieser Schaden muss behoben werden, und das Amulett ist der Schlüssel dazu. Doch um das Amulett zu finden, müssen wir erst Saisahan ausfindig machen. Kann ich helfen? Fürs Erste müsst ihr mich meiner Meditation überlassen. Ich muss mich darauf konzentrieren, Saisahan ausfindig zu machen. Bis dahin gebt euch dem Unwissbaren hin. Die Wassertropfen erkennen einander nicht als Fluss, und doch fließt der Fluss weiter. Noch eine letzte Sache. Warum hat Molag Bal Lyris überhaupt eine Fluchtmöglichkeit gelassen? Vielleicht ist es schlicht Hochmut. Vielleicht ist es Teil eines größeren Plans. Wer kann schon die Logik eines daedrischen Fürsten durchschauen? Ich brauche später eure Hilfe, wenn die rechte Zeit dafür gekommen ist. Gehabt euch wohl, Entseelte. Ja, gut. Thank you.
Tochter der Riesen. Okay. Einmal dahin. Dann arbeiten wir uns jetzt da die Ecken vor. Die Richtung? Ja. Die Richtung ist richtig. Ich hoffe, ich muss da jetzt nicht rein. Nein. Steht zumindest außerhalb. Ich glaube, der Wolf ist eigentlich durchaus möglich. Wäre ja auch nicht schlimm, wenn. Ohne Witz, ich könnte jetzt einfach auch direkt jetzt schon schlafen. Okay, es ist über uns. Ach, Mist. Muss ich da doch erstmal rein. Ich hatte die Hoffnung, dass ich da nicht rein muss. Muss ich aber leider. Der Grund, weswegen ich überlege, gleich Beine anzumachen, damit ich eventuell ein bisschen wacher werde. Ah, da muss ich nicht Skelette töten? Ich muss doch Skelette töten. Machen wir das nochmal. Zerstöre 10 Skelette. Juhu. Dieses Land ist so wunderschön. Ich möchte nicht gehen. Ich hätte auf Mutter hören sollen. Ich habe solche Angst. Mutter? So, aber 5 Skelette brauche ich noch. Gehen wir nämlich durch die Bestrebungen noch ein bisschen was.
euch drei nehme ich nochmal mit. Oh, wenn wir so viel nicht mehr brauchen, aber egal. Tägliches Drehbuch abgeschlossen. Zerstöre 10 Skelette. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hinten hin? Wir müssen auf jeden Fall erstmal durch dieses halbe Gebiet durch. Höher. Warte mal. Höher kriegen wir hin. Dann eigentlich noch höher. Ja. Wir rennen das Grab. Dann haben wir nur noch das hier oben. Also nicht das da, sondern das da. Mutter brachte uns immer hierher, damit wir unsere Ahnen gedenken. Ihr Vater, er hat diese Besuche geliebt. Ist dem so? Dann haben wir hier hin. Okay, 19 Uhr haben wir. Ach, da seid ihr ja, Entseelte. Kommt zur Zuflucht. Wir müssen reden. Nee, jetzt komme ich nicht mehr zur Zuflucht. Vergiss es. Da noch eine Aufgabe für uns. Heda, meine Freundin, habe auf euch gewartet. Der Herr schickt mich. Muss mich um diese Erbsache kümmern, da wir jetzt wissen, dass Estre die Seiten gewechselt hat. Der Herr? Rasumdar, natürlich. Wir haben eine Liste gefunden. Eine Liste mit 4 Namen. Hochrangige Agenten des Schleiererbes, die jetzt auf der Flucht vor den Truppen des Dominions sind. Was steht an? Diese Mäher wurden zum Tode verurteilt. Findet sie und vollstreckt das Urteil. Wir haben Berichte über ihren letzten bekannten Aufenthaltsort. Das sollte helfen. Kehrt bitte mit Beweisen ihres Ablebens zurück. Okay. Ich werde tun, was ich kann. Verwendet die Liste, um sie aufzuspüren. Viel Glück. Und zeigt keine Gnade. Ich? Nee. Niemals. Das ist mein letztes Eis, oh no. Wer sind meine Ziele? Karulai, ihr Planer für schnelle Einsätze. Kalanje, ihre Frau in der Kriegergilde. Helonel, ihr Berater für völkische Reinheit. Er steckt hinter mehreren belegten Angriffen auf Bosmer und Khajiit. Wer ist mein letztes Ziel? Arianas, eine seltsame Person. Ihr Name wurde noch mit keinem speziellen Verbrechen in Verbindung gebracht. Gerüchten zufolge ist sie eine enge Freundin Estris. Wahrscheinlich ihre höchstrangige Agentin, aber ich weiß nicht genau, was ihr Fachgebiet ist.
Ihr arbeitet mit Ras zusammen? Ich bin ein Auge, genau wie ihr. Auf der Insel wimmelt es zurzeit von uns. Wir müssen die Leute zum Reden bringen, damit wir erfahren, woher das Erbe seine Unterstützung bezieht. Oh, was beit dir? Das Erbe ist gewaltig groß. Waffen und Rüstungen, Proviant, Logistik, Vorräte. Estre hat es auf etwas ganz Großes abgesehen. Wer hat sie mit all dem versorgt? Wer hat ihnen diese Waffen und Rüstungen beschafft? Wir haben in den kommenden Wochen eine Menge ernster Fragen zu stellen. Mhm. Sollten wir aber hinkriegen. Jetzt direkt der Quest. Hi. Ihr seid auf dem Weg zur Ausgrabungsstätte? Ohne Zweifel habt ihr die Vorräte, nach denen Tillinger verlangt hat. Wer ist Tillinger? Der Leiter der Ausgrabung? Der die Vorräte bestellt hat? Ihr seid mir eine komische Händlerin. Ihr findet ihn im Lager. Es ist gleich hier den Weg hoch. Guten Tag. Vielen Dank. Ich werde nur mit Tillinger sprechen. Das nee, du bist es nicht. Schöner Tag. Wie steht es mit den Übersetzungen? Wartet, ihr gehört nicht zu Telengas Studenten? Nein, aber guten Tag. Ja, das ist in der Tat ein guter Tag. Ich untersuche die Geister, die diese Ruinen heimsuchen. Ich glaube, sie können erlöst und ihrer letzten Bestimmung zugeführt werden. Vielleicht seid ihr bereit, bei einem Experiment zu helfen? Vielleicht, was muss ich tun? Nehmt diesen Kristall. Ich habe Mikrorunen in seine Oberfläche graviert. Schwächt die Verbindung eines Geists zur stofflichen Welt und bündelt dann euren Willen. Das sollte das Band des Geists an Nirn kappen. So wird ihm erlaubt, nach Aetherius überzutreten. Ich werde es versuchen. Meine Talente liegen nicht bei der Anwendung brutaler Zauberkraft. Sonst wäre ich an eurer Seite. Feldexperimente sind so faszinierend. Was war das denn eben? Über Mikrohuhn und das Bündeln meines Willens. Bei der Magie stecken die Teufel oft im Detail. Diese Geister sollten nicht hier sein. Ihre Präsenz ist von Natur aus eher anfällig. Durch gewisse Manipulationen des Magikerfeldes um euch herum kann euer Wille die Wucht eines Kriegshammers entfalten. Ja, gut. Und da oben ist auch noch jemand. Aber das ist die Person, mit der wir als erstes sprechen sollten. Hi. Ah, endlich. Ihr müsst mir meine Vorräte mitgebracht haben. Legt die Tinte und die zerbrechlichen Gegenstände einfach hier ins Zelt. Ihr könnt die größeren Waren mit meinen Assistenten abladen. Es tut mir leid, aber ich habe keine Vorräte für euch. Was macht ihr hier? Wirklich? Das ist das letzte Mal, dass ich diesem Boss mehr irgendetwas anvertraue. Das passt aber ins Bild. Edstuin war nur eine Katastrophe nach der anderen. Erst die Geister, jetzt die Vorräte und zu guter Letzt werden auch noch meine beste Gelehrte und ihre Mannschaft vermisst. Es werden Leute vermisst? Bei den Sternen, ja. Andeven und ihre Mannschaft sind irgendwo in den Ruinen. Und suchen nach dem Malarimora. Sie müssten längst zurück sein. Wenn ihr nicht mit Vorräten hier seid, könnt ihr vielleicht nach ihnen suchen gehen? In Ordnung. Was glaubt ihr, ist mit ihnen? Im besten Falle haben sie Mora gefunden. Ich möchte nicht über den schlimmsten Fall nachdenken. Zu viele Ungewissheiten. Wer ist Andeven? Sie war eine meiner besten Schülerinnen. Höchst talentiert. Sie ist inzwischen ein hochrangiges Mitglied der Magiergilde. Die Meisterin der Incunabula. Sie steht dem Arkaneum in Himmelswacht vor. Incuna was? Incunabula. Sie leitet den Zweig für Forschung und Ausbildung. Ein sehr begehrtes Amt.
Eines, das die meisten meiner Schüler anstreben, aber nur die wenigsten je erreichen. Was macht sie da draußen? Sie unterstützt mich natürlich. Andeven ist eine echte Wissenssucherin. Ihre Bücher mögen ihr am Herzen liegen. Aber die Feldforschung war ihre erste. Gesundheit, ja, denken wir auch gerade. Ist außer Andevens Mannschaft noch jemand da draußen? Ja, jetzt, wo ihr es erwähnt. Sirinke, eine meiner Schülerinnen, ja, jetzt so ganz beiläufig, ne? Das Befreien der Geister gesagt. Sie denkt in keiner Weise so analytisch wie Andeven. Ich denke, sie ist unten in unserem Feldlager. Ich bin sicher, es geht ihr gut. Natürlich. Was war das eben für ein Wort? Inkanublala? Inkunabula. Sie leitet den Zweig für Forschung und Ausbildung. Ein sehr begehrtes Amt. Eines, okay, das die meisten meiner Schüler anstreben, aber nur die wenigsten je erreichen. Das Geilste ist, das ist der gleiche Satz wie eben, nur mit einem anderen Wort zum Fragen. Das andere war Inkuvas und das andere ist Inkula, bababa. So, ich will einmal hinten noch das den Wegstein freischalten. Wegschrein und den da. Ach, die Schülerin ist nicht wichtig. Er ist so, ne? Liebende. Und dahin. Ich hab die Katze noch nicht. Aber du spielst doch gar kein ESO, dachte ich. Ich kann auch noch weiter spielen. So ist es nicht. Ich meine, ich weiß gar nicht, 2 Stunden? Nee, 1,5 müssten, glaube ich, noch, oder? Ich weiß gar nicht. Wer weiß. Ich kann ja noch ein bisschen machen. Ich muss mir nur gleich auf jeden Fall eine andere Hose anziehen. Ich habe ein bisschen zu viel gegessen. Ich bin etwas vollgefuttert. 40%. Ja, gut. Sag Bescheid, wenn du die 100 hast. Hier ist ja noch ein. Oh, Palit, meine Tochter. Wo bist du? Ich zieh mir nur einmal schnell eine Hose an. Weil es druckt doch etwas sehr auf den Magen. Gleich wieder da. Nein, keine Angst, diesmal gibt es keine Werbung.